Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solo-Unternehmer beibringen, wie sie sich auf dem Markt positionieren, mehr Kunden gewinnen und ihr Business online bringen. Und ich bin heute im Interview mit dem Tom Oberbichler. Tom, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Danke für die Einladung, liebe Shelia. Tom Oberbichler, mein Name. Be-wonderful.at ist meine Seite. Ich mach Bücher, das heißt, ich schreibe selber und bin als Buchmentor, unterstütze ich Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ein Buch zu schreiben, zu vermarkten und somit ihr Business auf die nächste Stufe zu heben. Ganz genau. Danke für die Vorstellung, Tom. Im heutigen Video geht es um das Thema Pakete und Preise, denn ich habe einen ganzen Monat vor, wo wir über dieses Thema sprechen, in verschiedenen Kontexten. Mhm. Und Tom ist ein guter Freund von mir, ist auch ein Partner von mir. Wir machen strategische Kooperationen, Tom und ich. Wir treffen uns immer wieder für Erfolgsaustausch und Masterminding und wir haben bald einige eigene Projekte und Sachen vor für das kommende Jahr. Und Tom hat mich sicherlich kennengelernt als jemand, wenn ich sehe, dass jemand irgendwo nur sagt Pakete und Preise, dann springe ich zur Stelle und sage, komm, lass uns das anschauen bei dir. Und Tom war letztes Jahr bei mir in Frankfurt für 3 Tage, oder? Warst du fast insgesamt hier? Mhm. Und wir haben uns zusammen eingesperrt in einem Turm und dann in einem kreativen Ort. Und wir haben an unserem Business und unserem Marketing gearbeitet, also eben uns gegenseitig geholfen, Sparing gemacht. Und was ich gemerkt habe, ist, wir haben gemeinsam an deine Pakete und Preise gearbeitet, Tom. Mhm. Also die sind jetzt anders, jetzt in 2016, das ist da, wo wir jetzt dieses Interview aufzeichnen, im Januar 2016. Sie sind anders als in 2015. Mhm. Und ich habe gemerkt, weil du mein Erfolgspartner bist und weil ich mich für dich irrsinnig freue und du für mich, wenn neue Kunden an Bord kommen, wenn wir im Dienst anderes stehen dürfen, du schreibst mir eine E-Mail oder ein SMS, hey du, ein neuer Mensch hat mein Full-Service-Paket gebucht oder hey, diese Umsätze waren wahnsinnig im Januar, also wir freuen uns miteinander. Und was ich gemerkt habe durch diese Freude-SMS, ist, dass deine Paketverkäufer und die Art und Weise, wie Kunden gierig nach den Produkten und Programmen, die du hast, greifen, die hat sich erhöht seit unserer Zusammenarbeit im November. Mhm. Und ich wollte mit dir darüber reden heute. Ja, also erstens einmal, es stimmt, es ist so. Und da bin ich dir auch sehr dankbar für den Input. Ich kann mich noch erinnern, wie ich nach Frankfurt gekommen bin, wie wir da das Strategie-Meeting begonnen haben und dann haben wir jetzt erstmal kurz die großen Visionen besprochen und dann ging es ja gleich los, ne? Und du hast mir eingeladen, komm, jetzt lass uns mal über deine Pakete und Preise reden. Das war am ersten Abend, gell? Ja, so, genau. Sofort angreifen. Und das war super und ich meine, wir können ja vielleicht jetzt dann über einzelne Aspekte, die für andere auch interessant sind, dabei sprechen. Also für mich, darf ich so ein bisschen anfangen, was mir als erstes einfällt? Einfach. Ja, genau, mach das. Ich werde es sowieso nachbohren an einigen Stellen. Ich kann, du hast ja sowas wie die magische Zahl, ja. Und ich will nicht zu viel verraten für die Leute da draußen, aber die magische Zahl ist wirklich magisch. Weil es ist, also ich kann mich erinnern und ich, vielleicht kennst du da draußen, denn das hörst auch noch, aber ich kann mich erinnern, ich habe früher meine Umsatzziele in Zahlen ausgedrückt gemacht fürs Jahr und es war Jahr für Jahr die gleiche Zahl und ich habe mir gedacht, scheiße, wie soll ich das ausgehen? Ja? Hm. Also das ist, war für mich, das kann ich ruhig sagen, das waren 30.000 Euro, das war für mich so der Moment, wo ich sagte, okay, das will ich haben. Und Jahr für Jahr wollte ich das und habe es nicht gekriegt. Ne? Und das Erste, was wir gemacht haben, war ja einfach nur mal so ein Zahlenspiel zu beginnen und sich mal zu überlegen, was sind die aktuellen Pakete und Preise. Und wenn ich jetzt ein bestimmtes Umsatzziel habe, wie zum Beispiel 100.000 Euro, wie viele von welchen Paketen kann ich wirklich machen im Jahr? Wo macht es mir noch Spaß? Ja, wo bin ich noch wirklich in der Lage, meinen Kundinnen die volle Aufmerksamkeit und Leistung zu geben, die sie verdienen?
Und wie kann sich das zusammen? Und dann rechnet man da herum und kriegst auch noch eine super Excel-Tabelle vorbereitet und es rechnet dann alles aus und du schaust dann hin und schaust, dann kann mich erinnern, noch am ersten Abend, da habe ich bei den Preisen selbst noch geschluckt, aber bei dem Gesamtmodell fürs Jahr, das war irgendwie für mich, ich habe seit dem Abend nicht mehr darüber nachgedacht, ob sich das ausgeht oder nicht. Das ist für mich eine Erwartung, die ich habe an dieses Jahr und jeder einzelne, alles, was danach passiert ist, hat das auch nur bestätigt. Ja, das war dieses, wo du mir geholfen hast, das nochmal wirklich, das Große auf das Kleine runterzubrechen und dann das zu überlegen, das war schon mal totales Empowerment pur für mich am Anfang. Es ist so spannend, dass du das sagst, John, mit dieser magischen Zahl, weil ich habe viele Leute, die zu mir kommen und sie wollen mehr Kunden, sie wollen mehr Umsatz und häufig haben sie auch eine Zahl im Kopf oder eine Zahl im Bauch, eine Zahl im Herz, je nachdem, aus welcher Richtung diese Zahl entsteht. Manchmal kommt es aus dem Verstand, weil andere das so machen oder jemand mir das gesagt hat oder vielleicht kommt es aus einer gefühlten Notwendigkeit, um gewisse Kosten abzudecken. Vielleicht kommt es einfach aus dem Bauch heraus, das boah geil, das wäre cool, ja, wenn ich das verdienen würde. Ganz egal, wo diese Zahl herkommt, viele kommen und wenn ich frage, was ist deine magische Zahl, was ist das, was dich inspiriert oder was hast du da im Kopf? Die können das schnell sagen, aber sie haben überhaupt keine Vorstellung oder keinen konkreter Plan, wie sie dahin kommen. Und sie haben das auch über Jahre gemacht. Sie haben immer wieder eine Zahl gehabt, aber kein Plan. Also ein Wunsch ohne ein Plan bleibt ein Wunsch. Und das ist das Ding. Und diese Zahl benennen, aber dann auch hinterlegen mit einem kleinen Plan. Und ich meine, diese Excel-Tabelle, von dem du sprichst, das heißt, der einfachste Businessplan der Welt, weil es ist super mini, mikro einfach. Es ist ja kein, ich meine, ich bin kein Excel-Hexer oder sonst was. Das kann ich, das bin ich wirklich nicht. Hexen auf anderen Bereichen schon, aber das nicht. Und ja, also dieses einfach so vor Augen zu sehen und genau wie du das beschrieben hast, ja, find ich super. Was waren so weitere Aspekte, die sich entwickelt und entfaltet haben? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an die Längen deiner Paketen. Du hattest, es war so und jetzt ist es anders. Vielleicht kannst du da ein bisschen darüber erzählen. Ja, also was mir da in Erinnerung ist, das erste war überhaupt die Frage, die du mir gestellt hast. Die Frage war nämlich, okay, was ist jetzt für dich, also für mich, der ideale Zeitrahmen, den ich arbeiten will mit den Leuten, ne? Und das hat mir insofern geholfen, weil es mir die Perspektive umgedreht hatte. Ich habe früher die Pakete mehr so, ich habe ja begonnen, um es mal konkret zu machen, mit 6 Wochen. Ne? Ja. Ich kenne einen Menschen, der in 6 Wochen ein Buch geschrieben hat, das bin ich selbst. Ja? Okay, das kann ich mir also als Kundenmodell ist es, ich kann, wenn ich jetzt in meinem Marketingkurs zum Beispiel, ich kann einen Teilaspekt rausnehmen und in 6 Wochen den Leuten helfen, dort eine Strategie im Plan zu entwickeln und zu beginnen umzusetzen. Aber beim Buch ist ja sowas, das ist das Schöne dran, es geht um ein Produkt. Und das heißt für mich, ich habe mich gefragt dann, da mit deiner Begleitung, was ist in meiner Erfahrung bei den 20, 30 Leuten, die ich da in der letzten Zeit durchbegleitet habe, wie lange brauchen die? Ja. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich, und zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander gesprochen haben, war das Paket, das ich am meisten verkauft habe, ein 3-Monats-Paket, dass ich zwei hatte, die fertig wurden. Ja? In der Zeit, in den 3 Monaten. In den 3 Monaten, Ja. alle anderen nicht. Ne? Ja. Und da ist mir dann klar geworden, und der eine hatte schon ein sehr weit fortgeschrittenes Buch, ja, und die andere ist eine sehr erfahrene Texterin, die selber schon 4, 5 Bücher geschrieben hatte. Ja. Ja. Das heißt, ich habe mir dann überlegt und dann gesagt, das glaube ich, in einem halben Jahr, das sind die Erfolgsaussichten, also in einer Zusammenarbeit mit mir auf jeden Fall jenseits von 90%. Ja. Ja. Dann war mir so klar, hey, ich brauche ein 6-Monats-Paket. Das ist nämlich das, wo ich glaube, dass sowohl für mich als auch für die Kundin das optimale Ergebnis dabei rauskommt. Ja. Ja. Zum Beispiel, also das war für mich nicht interessant. Also mir ist überhaupt,
klar zu machen, dass ich mir es wirklich aussuchen darf, was ist der optimale Zeitraum, um meine Leistung optimal, perfekt, soweit es halt geht, an die Kundin zu bringen und den Leuten wirklich die größtmögliche Chance zu geben, das, was sie von mir haben können, wirklich zu nehmen und zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Und das war dann eindeutig 6 Monate, ne? Das ist auch wichtig, weil ich denke, das ist auch ein Teil von unserer Dienstleistung als Experten, ist, dass wir uns die Zeit nehmen, um das zu überlegen, sofern die Erfahrung vorhanden ist. Also bei Menschen, die gerade neu auf dem Markt sind, vielleicht wissen sie noch nicht, was der ideale Zeitraum ist, weil sie haben noch nicht mit mindestens so 20, 30 Kunden gearbeitet. Sie können es noch nicht abschätzen. Aber wenn man an den Punkt gekommen ist, dass man es abschätzen kann, dann ist unsere Pflicht aus meiner Sicht, sich hinzusetzen und zu überlegen, was dieser ideale Zeitraum ist, was zu den besten Ergebnissen führt, was zu der größten Nachhaltigkeit auch führt und auch das auszusprechen und zu dem zu stehen, im Dienst unserer Kunden zu stehen und sagen, du kannst es natürlich nicht wissen, lieber Kunde, du bist kein Experte auf dem Gebiet, du hast nicht diese ganze Zusammenarbeit. Das ist meine Erfahrung und das ist da. Ich stehe für dich ein. Ich stehe für dich ein und sage, gib dir diese Zeit, um diese Veränderung dieses Ergebnisses zu erreichen. Genau. Genau. Und das hast du eben bei dir gesehen. Also hat die Zeitrahmen sich geändert. Und natürlich, wenn wir länger mit unseren Kunden zusammenarbeiten, und dann erhöht sich das Volumen unseres Pakets meistens. Weil wir machen nicht die gleiche Menge an Zusammenarbeit in längerer Zeit, sondern einfach, es wird einfach mehr, das streckt sich in der Regel. Genau. Und das ist auch normal, wenn man auf den Markt geht und sagt, man fängt bis 6 Wochen an. Man kann sich zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, dass irgendjemand was bucht, um mit dir zu arbeiten für 6 ganze Wochen. Ja? Und irgendwann mal denkt man, ja, also 6 Wochen, ich kann auch auf 3. Ja, aber eigentlich auf 6. Also vielleicht redest du ein bisschen darüber, deine neuen Pakete, die widerspiegeln deinen Zuwachs als Mentor. Wie siehst du das? Ja, also das ich entwickle mich natürlich weiter. Also ich lerne jeden Tag dazu und jeder einzelne Mensch, der mir da die Gelegenheit gibt, mit ihm oder ihr zu arbeiten, ist natürlich dann auch ein Katalysator für meine eigene Entwicklung. Und ich habe immer mein Geschäft so geführt, dass ich getestet habe und dann die Ergebnisse evaluiert habe. Und dann habe ich sie entweder weitergemacht oder habe halt Änderungen vorgenommen. Und Und das ist ganz eindeutig und zugleich, es geht ja nicht nur, sage ich mal, darum, fertig zu werden, sondern es geht ja darum, also was mir ganz wichtig ist, ist permanent die Qualität von dem Service, das ich biete, zu steigern. Ne? Also ich will, dass die Menschen einfach das. Ich habe so viel zu bieten und zu geben, ich will das unterbringen in den Paketen. Und da darf ich verschiedene Formen finden, das zu machen. Und nicht immer ist das 1:1 Reden, das ist ja nur ein Teil von dem, was ich da mache. Ne? Also ich habe ja auch, wenn du so willst, auf der Medienebene, ich habe begonnen am Anfang viel mit E-Mail zu arbeiten und dann sind die Videos dazu gekommen. Jetzt gibt es Arbeitsblätter, Videos, jetzt gibt es einen Mitgliederbereich für die Kundinnen. Das ist alles so Teil meines Wachstums und ich habe nie was zurückgehalten in der Arbeit, auch nicht, das mache ich nicht bei den Gratis-Sachen, aber ich habe halt jetzt, wenn jemand 2016 bucht, dann kriegt die mehr Leistungen als jemand, der Anfang 2015 gebucht hat, weil ich ein ganzes Jahr Zeit hatte, mich, mein Unternehmen, meine Leistungen weiterzuentwickeln, ja, und das darf sich dann. Also für mich ist das so ein bisschen so, um mal ein Bild zu nehmen, ne? So eine Schlange, ja, die wächst und die wird größer, ja. Und am Anfang ist die Haut genau richtig, ne? Und dann irgendwann wird die einfach eng, weil die Schlange schon viel größer ist als die Haut. Ja. Und dann platzt die halt auf, sie streift die ab und darunter ist die neue Haut. So ein bisschen erlebe ich das auch da mit den Paketen. Ja, genau. Okay. Und was auch noch sich verändert hat bei dir, wie ich mich erinnere, ist, du hast gemerkt in den Gesprächen noch mehr,
dass es unterschiedliche Kunden gibt. Also es gibt Kunden zum Beispiel, obwohl du ein klares Avatar hast, es gibt Kunden, sie würden lieber gerne alles machen lassen oder vieles abgeben, und andere, die gerne selber Dinge übernehmen möchten. Es gibt Leute in verschiedenen Kontexten und Grooves unterwegs. Ja. Wie hat sich das auch aus deiner Paketstruktur, deiner Preisstruktur ausgewirkt? Naja, also die größte Überraschung, habe ich dir erzählt, für mich war ja, dass ich jetzt ins wir haben ja darüber gesprochen, und wenn du so, ich habe mein großes All-Inclusive-Paket, das ich da anbiete, das ist ja nicht nur das Umsatzstärkste, sondern auch das Arbeitszeitintensivste für mich. Ja. Ja. Das heißt, ich darf mir ganz klar überlegen, wie viele Kundinnen in diesem Paket, wie viele von diesen Paketen will ich wirklich verkaufen? Ne? Und ja. Wo ich dann ins Jahr gestartet bin und am Anfang nur die verkauft habe, dann habe ich sofort die Herausforderung gehabt, dann auf dem Bereich, das ist halt auch so, was ist vielleicht auch interessant, ne? Weil das bedeutet auch das große Paket, dass ich da nicht nur meine eigenen Dienstleistungen verkaufe, sondern auch die von anderen mit. Ja. Das heißt, ich habe Subunternehmer, um es mal beim Namen zu nennen, oder Freelancer, die mir zuarbeiten, ja. Im Coverdesign, im Layout. Das sind alles Dinge, die natürlich viel Umsatz machen, aber von der Rendite her ein anderes Geschäft sind, als wenn ich jetzt dann nur meine Beraterleistung, sage ich mal, als Mentor in den strukturellen Paketen verkaufe. Ja. Ja. Das sind halt Erfahrungen, die ich jetzt mache. Ja. Und ich freue mich so, dass ich dieses Problem habe. Ja. Weil es ist ja ein Ausdruck von dass etwas funktioniert. Ja. Und ja. Ich denke mir, dass das ist für mich auch kein Prozess, der abgeschlossen ist. Ne. Also ich habe jetzt da mit deiner Hilfe den nächsten Schritt gemacht und bin jetzt in der Phase, wo ich diesen Schritt stabilisiere und etabliere, weil ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist in deiner Dramaturgie der Ereignisse, aber so, was ich ja bekommen habe mit diesen neuen Paketen, ist, ich habe jetzt ganz klare 3 Pakete und die biete ich jedem Kunden, der kommt, an. Früher, ich habe pro Auftrag in etwa 1,5 Stunden in die Angebotserstellung investiert, weil ich die immer ein bisschen, das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich die genaue Zielsetzung, das ist auch wieder die Erfahrung, ich muss die eh im Prozess machen. Wenn ja. Die Leute zu mir kommen, haben sie immer ein Ziel. Das ist nahezu nie genau das Gleiche, was wir dann, wenn sie mit meiner Hilfe dann einmal ein bisschen genauer drauf schauen, so steigen wir ja ein in die Arbeit, da ändern sich, das ändert sich nochmal. Also dann hat das Angebot mit dem auch einmal gar nicht zusammengepasst, was wir dann gemacht haben. Das habe ich jetzt alles nicht mehr, weil ich jetzt die Pakete, und da habe ich dich modelliert, ja, über meinen Leistungsumfang definiere und den Zeitraum und die Art der Medien, wenn du so magst, die Leute bekommen, und dann die konkreten Ziele, ich bin immer noch extrem ergebnisorientiert, aber die mache ich mir dann aus, wenn ich dann die intensive Standortbestimmung mit den Leuten gemacht habe, wenn ich genau weiß, wo sie stehen, was sie wirklich brauchen und wo sie hinwollen. Ne? Ja, genau. Also das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil standardisierte Angebote und Pakete zu haben, heißt nicht, dass man standardisierte Dienstleistungen anbietet. Mm-mm. Das ist dennoch möglich und wünschenswert, je nachdem, was du tust als Experte oder Solo-Unternehmer, dass du nach wie vor individuell und maßgeschneidert mit deinen Kunden zusammenarbeitest, wenn du das willst. Mhm. Oder vielleicht willst du eine Mischung aus dem. Du willst einige standardisierte Trainings machen per Video auf einer Plattform. Mhm. Alle Kunden schauen das an. Dann im One-to-One macht ihr individuelle Gespräche. Je nachdem, also wenn du möchtest, kann standardisierte Pakete, standardisierte Dienstleistungen bedeuten. Es kann aber sein, dass du standardisierte Pakete hast und total maßgeschneiderte Dienstleistungen. Und das ist das, was du gerade ansprichst letztendlich. Genau. Mhm. Das ist super. Okay. Und lass uns über den nächsten Aspekt reden, weil du hast natürlich gesagt, ja, also die Kunden, die mit mir jetzt arbeiten, kriegen eine andere, höher qualitativere Leistung vielleicht als vor einem Jahr. Ich entwickle mich als Dienstleistung immer weiter. Das ist ein natürlicher Vorgang. Mhm. Und vielleicht ist auch
die Transformation, die als Mensch auf dem Weg erleben und als Businessperson mit ihrem Buch auch besser, wer weiß. Dennoch, du hast entsprechend deine Preise erhöht. Und erzähl mir ein bisschen darüber, was das für dich bedeutet hat, dann hinaufzugehen mit deinen Preisen, weil ich weiß, dass das für viele meiner Kunden am Anfang so erstmal Schluck. Wie war es für dich, Tom? Naja, ich bin da schon einen weiten Weg gegangen. Ja? Also da mache ich gerne ein bisschen ausholen, weil wie ich begonnen habe mit meinen Buchprogrammen da, das war also 2012, ne, da habe ich so E-Mail-Coachings angeboten. Und zwar E-Mail-Coaching jetzt nicht so in dem Sinne von, du tragst dich ein mit deiner Adresse und du kriegst einen Autoresponder. Nein, sondern ich war der Brieffreund von den Leuten. Ne? Ein wahnwitziges Geschäftsmodell. Ich habe das damals, glaube ich, verkauft um 228 Euro für 6 Wochen. Bin da jede Woche mindestens 1,5 Stunden gesessen und habe Briefe geschrieben. Also der Stundenlohn war, es war eine, nein, ich habe mich nie beklagt, weil ich natürlich irrsinnig viel Content produziert habe. Ich habe so viel geschrieben die ganze Zeit. Ja. Aber es war nicht lebbar im Sinne von, es war kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich selbst dann, nachdem der erste Reiz des Neuen vorbei war, begonnen habe, weniger Spaß daran zu haben, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nicht die Wertschätzung, die ich selbst haben will für das, was ich mache. Ja? Mhm. Und die Leute, die dann zu mir finden, das ist zufällig, was da passiert. Ja? Dann habe ich begonnen, das sozusagen anders zu lösen, ja, und habe mich da langsam nach oben entwickelt. Ich habe da so einen zündenden Einschnitt noch gehabt, das war der Sid Blackburn, den ich mal zugehört habe, der mir diese Metapher erzählt hat mit den Vertrauenspunkten. Ne? Also wenn du was um 1 Euro verkaufen willst, brauchst du einen Vertrauenspunkt. Wenn du was um 10.000 Euro verkaufen willst, brauchst du 10.000. Das sind Vertrauenspunkte. Okay, also mein erster Schritt war, dass ich begonnen habe, Vertrauenspunkte zu sammeln und nicht die Preise zu erhöhen. Das habe ich ja später gemacht. Also ich habe den Gratis-Content massiv erhöht, in Form von E-Book, in Form von Blogs und dann kam auch später noch der Podcast dazu. Und das hat nicht nur den Leuten das Vertrauen in mich gebracht, sondern auch mir das Vertrauen in meine Fähigkeiten gestärkt. Und so habe ich begonnen, meine Preise sukzessive anzupassen. Und ich hatte dann so einen Rhythmus in etwa von halbjährlichen Anpassungen. Ne? Mhm. Ja. Und das war für mich total so ein mich finden. Also so, ich habe erst spät begonnen. Am Anfang war ich stark geprägt von dem, was geht. Ja. Was werden die mir jetzt zahlen oder so? Was kann ich verlangen? Solche Fragen, ja, die stelle ich mir jetzt gar nicht mehr. Weil ich habe eine sehr, sehr klare Vorstellung von dem, was die Menschen auseinander zusammen. Also wenn jemand zu mir kommt, ein halbes Jahr an einem Buch arbeitet und dann wieder von mir weggeht, dann weiß ich, was der Mensch mitgenommen hat. Ja? Und ich weiß, dass das Honorar, was ich in Rechnung stelle, ein geringer Anteil von dem Gewinn ist, denn der, das sie bei mir gemacht hat. Und so finde ich es auch richtig. Ja. Ja. Insofern muss ich sagen, ich habe ja, das kann ich jetzt schon sagen, ich habe wirklich Glück gehabt. Im Sinne von, mir hart erarbeitet, so wie ich das verstehe. Ich habe meine Preise wirklich am stärksten nach oben getan, kurz vor dem Moment, wo ich den Durchbruch hatte mit den Buchungen. Das ist wirklich interessant, weil oftmals denken sich die Leute, ja, wenn ich jetzt teurer wäre, dann bucht mich niemand. Also bei mir war genau das Gegenteil. Ja, ja. Es sind mehr geworden, die Leute sind viel mehr die gekommen, die ich wirklich ansprechen will. Ich mag Menschen, ja, also das ist mein Grundthema, nur in der Zusammenarbeit wünsche ich mir Unternehmerinnen, die schon erste Erfahrungen gemacht haben, die den Duft des Erfolges schon kennen, sage ich mal. Ja. Es gibt immer Spieler, aber das sind die Leute, die am meisten von mir haben und mit denen ich meine Fähigkeiten am besten umsetzen kann. Die buchen sich kein 6-Monats-Programm um 490 Euro, wo sie eine Einzelbetreuung kriegen. Mm-mm. Das glaube ich nicht. Ja. Mm-mm. Die haben nämlich selber auch andere Preise.
Und sind wir sich ehrlich, also ich glaube, so funktioniere ich. Wenn ich jemand anderem was bezahle für eine Dienstleistung, dann schaue ich auf das Ergebnis, was ich kriege. Dann vergleiche ich das mit bestimmten Investitionen in meinem Leben, deren Wert ich kenne. Da gibt es so diese 300 bis 500 Euro Grenze, das ist ein Wochenende mit einem Freund, einer Freundin, der Frau oder dem Freund. So, es gibt dann, für manche ist es das Auto oder so, es sind so Investitionsgrößen. Und mittlerweile, wo ich jetzt bei dir war im November in Frankfurt, kann ich mich schon erinnern, dass ich tief durchgeatmet habe. wobei, da bin ich, das ist ja witzig von dem, worüber wir jetzt auch diskutieren. Ich bin manchmal wirklich gut im Loslassen. Das habe ich gelernt. Das heißt, für mich in dem Fall nichts anderes, als ich kann sagen, okay, ich lege den Preis erstmal fest für diese Summe und ich lasse das. Und ich denke nicht bewusst drüber nach, sondern ich mache etwas anderes. Wir haben ja dann noch viele andere Dinge bearbeitet. Und schau mal, was dann kommt. Ne? Und dann kommt halt sozusagen die Probe aufs Exempel ist dann das erste Mal den Preis nennen im ja. direkten Gespräch. Ja. Und das war also für mich, ich habe dann den Preis schon so lange gehabt, da hatte ich ihn schon für 2 Wochen eigentlich dann dort stehen und mir gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und ich bin ja zum Glück, ich meine, ich habe schon so viel erlebt, ich bin, was das betrifft, furchtlos. Also was soll mir da passieren? Also so richtig ich habe schon zu oft richtig Anlass zum Angst haben gehabt, dass ich meiner vorgestellten Angst allzu viel einschränken lasse, in der Regel. Ja, ja. Und dann war es das erste Mal draußen und da kann ich mich noch erinnern, wie wir dann auch drüber gesprochen haben. Also für mich war das total selbstverständlich. Also jetzt habe ich die neuen Preise, jetzt sind wir, wenn wir es aufnehmen, sind wir da so Ende Jänner, ne? Und das war im November. Ich habe das ja, ich glaube, 2 Wochen später war das umgesetzt, was wir da besprochen hatten. Ja, du warst schnell. Und das, was ich zu Beginn gesagt habe, möchte ich jetzt an dieser Stelle aufgreifen, zum Ende des Interviews, nämlich, ich habe dann SMS und SMS von dir bekommen, von November bis durch jetzt, so noch eine Buchung, bester Monat überhaupt seit Beginn meines Geschäftes, oder ich habe teilweise Texte von dir bekommen, mehr heute gemacht als in manchen Jahren oder mehr in diesem Monat als manche mehrfache Jahre, keine Ahnung. Das heißt, diese Veränderung, die ist ja natürlich nicht alleinstehend. Wir haben das im Vorgespräch gehabt. Mhm. Also deine Pakete und Preise sind nicht der Silver Bullet, der Schlüssel zu jeglichem wirtschaftlichen Erfolg, sondern du musst auch wissen, genau wer deine Zielgruppe ist, wie du positioniert bist. Du musst das richtige Marketing machen für dich persönlich, nicht ja. wie alle anderen das machen. Ist es ein Schneeballeffekt? Also es rollt und wird immer mehr und immer besser. Ja. Es entwickelt sich über Zeit. Es sind all diese Aspekte. Also es ist klar. Tom, was, vielleicht kannst du den Zuschauern verraten, was es bedeutet, wenn du kleine Änderungen in deine Pakete und Preise vornimmst, welche große wirtschaftliche Effekte das plötzlich haben kann und aus deiner Sicht, warum das so ist. Naja, also ich glaube, dass der Haupthebel bei der Qualität liegt, ja. Weil was sind denn die Pakete, jetzt mal philosophisch? Na schau mal, ich arbeite mit Menschen. Ja. Ganz, das sind konkrete Menschen. Das ist die Maria und der Peter, das ist nicht irgendjemand, das ist ein ganz konkreter Mensch, der ein ganz konkretes Buch mit mir macht. Und da sammle ich Erfahrungen. Ja. Und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und was ich mache in den Paketen ist, dass ich diese ganzen Erfahrungen zusammennehme und daraus das Allgemeine ableite und das in eine einfach verständliche Form bringe, die auch jemand nachvollziehen kann, der sein Leben nicht damit verbringt, Bücher zu machen. Mhm. Weil das ist meine Herausforderung. Die Kunden dürfen das ja verstehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ja, dass fast der größte Hebel in meiner Wahrnehmung das ist, dass die Leute, wenn sie jetzt bei mir im Erstgespräch sitzen und ich ihnen dann in 5 Minuten meine Pakete vorstellen, eine klare Vorstellung haben von dem, was sie von mir bekommen werden, als früher, wo ich mit denen manchmal 2-3 Stunden drüber gesprochen habe und ihnen seitenlange Briefe geschrieben habe, was sie alles kriegen werden. Ja, ja,
Also das ist für mich, und das Geld, das kommt dann automatisch, ja. Ja, genau. Also für dich persönlich, was ich höre, ist dieser super Klarheit, kurz, präzise erklären, was ist das, was passieren wird, was ist im Paket erhalten, was sind die Ergebnisse, die bei rauskommen, das ist die Investition. Und man sagt immer, ein verwirrter Geist sagt immer nein. Das heißt, du hast von meinem, was ich gehört habe, sehr viel Verwirrung weggenommen, Ja. viel Struktur und Klarheit und Einfachkeit reingebracht, was deinem Gegenüber einfach viel einfacher Ja sagen lässt zu der Zusammenarbeit, was die Anzahl der Buchungen erhöht. Und wenn sie auch zu einem wirtschaftlich vorher ausgerechneten Menge sind, die zu dir, zu deiner magischen Zahl führen, dann weißt du bist auf dem besten Weg, um das zu verdienen, was du dir verdienen wünschst. Genau, da noch so eine coole Kundenkommunikation, wie du ja auch da den Leuten lehrst, obendrauf, ja. Ja. Dann geht es halt sozusagen Ohren anlegen, weil das Leben ist dann anders, wenn dann plötzlich der Terminkalender ist halt dann voll, ja. Ja, genau. Dann fangen die neuen Probleme Ja, an. genau. Gut, dann lass uns an dieser Stelle einen Punkt machen, ein Ende machen. Und ich möchte was ankündigen, weil was demnächst kommt. Weil ich habe schon zu Beginn gesagt, diese Unterhaltung passiert im Rahmen eines ganzen Monats, wo wir über Pakete und Preise sprechen, im Februar 2016. Und ab dem 3. Februar beginnt eine neue Webinar-Reihe, ein kostenfreies Online-Training von mir zu diesem Thema Pakete und Preise. Und Tom, du hast so schön und ja, so schön einfach. Hast du heute darüber geredet, über zwei Sachen, die wir reden wollen? Das eine war die Qualität. Welche Transformation ermögliche ich wirklich meinem Kunden? Und wenn die Qualität der Leistung stimmt, wenn der Kaffee schmeckt, wo so wie Michael sagt gestern, oder die Limonade wirklich gut ist, das ist ein möglicher Hebel, um deine Preise anzuheben, um mehr zu verdienen. Du hast auch eine andere Hebel angesprochen, nämlich die Begrenzung des Inneren. Also häufig sind unsere Pakete und Preise dadurch klein gehalten, durch unseren Kopf, dass wir denken, wir dürfen nicht mehr verlangen, wir sind nicht gut genug. All diese inneren Themen. Du hast gesagt, bei mir zum Glück habe ich diese Vorschusslorbeeren gekriegt mit meinen Vertrauenspunkten. Da habe ich nicht so innere Probleme gehabt an der Stelle. Aber das ist ein weiterer Hebel. Und im ersten Webinar werden wir über zwei, drei weitere Hebel sprechen, die dich entweder explodieren lassen in Richtung die Umsätze, die du haben möchtest, bei tollen Leistungen, zufriedenen Kunden, die dich weiterempfehlen, weil du die so weiterbringst, gegenüber einem anderen Szenario, wo du dich klein hältst, aber auch nicht in der Welt auftauchst und die Ergebnisse bringst, worauf deine Kunden warten. Und über diese Hebel werden wir im Webinar sprechen. Also hoffentlich haben wir dich neugierig machen können durch dieses Interview. Tom, ich fand das super offen, super authentisch und klar. Herzlichen Dank, weil nicht jeder ist bereit, über diese doch private Informationen, die hinter einem Geschäft passieren, zu sprechen. Deswegen danke dafür. Du, danke für die Gelegenheit. Ich meine, ich freue mich sehr und kann nur sagen, also von mir aus, tolles Angebot, was du da auf die Beine stellst für den Februar. Jeder, der Lust hat, da ein bisschen besser zu werden und das auch finanziell zu spüren und noch mehr Spaß an der Arbeit zu haben, mitmachen. Ja, die Schelia ist Gold wert. Dankeschön, Tom. Und du findest die Anmeldung zum Webinar auf meiner Website unter shellyastevens.com. Ich werde es direkt, nachdem wir dieses Interview aufzeichnen, dort als Banner auf der allerersten Seite stellen, sodass du nur klicken musst, um dich für das Webinar anzumelden. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Und nochmal herzlichen Dank, Tom. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Ciao, ciao.